Da sind wir wieder, meine Freunde. Frisch zurück. Ein Herzteil vorhin gefunden. Ein Eiszauber erlangt. Und nun wollte ich... Was wollte ich nochmal machen? Genau, nochmal zurück. Nochmal zurück. Und nochmal in die in den wunderbaren Keller hier hineingehen. Denn... Ich wollte nochmal durch den Tunneleingang gehen und gucken, was wir da bekommen. Boah, ich will nochmal den Zauber machen, der ist cool. Wow, wow, wow. Boah, ein bisschen nah, ein bisschen nah, ein bisschen nah. Bam, bam. Mal gucken, wie lange der eingefroren bleibt, aber der müsste jetzt sofort tot sein. Oh, und Mana wieder. War da in der letzten Folge war da aber erst war da ja gut eine Ratte drin, aber dann war da wieder so ein, nachdem wir das Ding geöffnet haben, hier so ein Viech drin. Einfach auf die rüber hauen. Ah, so mag ich das. So, auf ein neues. Jetzt gehen wir nochmal durch den Geheimgang. Bin ich mal gespannt. Der führt uns bestimmt nur zu einer Truhe oder so. Oder nirgendswohin. Das kann natürlich auch sein. Einfach nur raus, weg von hier. Ja, toll. Wunderbar. War das alles, was wir hier machen sollen? Ich meine, 5 Zauber können wir hier noch nicht beherrschen. Hier kann man später zurück den Blutsplitter noch holen. Wir haben jetzt einen Eiszauber. Ja gut, dann gehen wir mal zurück. Ich glaube, dann gibt es doch noch einen anderen Weg auf der Insel. Dann können wir uns wieder auf eine Sucherei gefasst machen. Wie viel Prozent haben wir hier? Brandungsriff 0% fertig. Waren wir hier noch nicht drauf? Ah ne, da ging es nicht weiter, weil wir so komische Schuhe oder sowas nicht hatten, richtig? Ich meine. Schere? Nein, nicht sofort dahin segeln. Warum konnte ich da jetzt nicht gucken, wie viel Prozent das Ding hat, die Schere? 46. 0%. Ah, sieht man nicht wegen den Wolken. 83, 28 nur. 33, das Riff. Warum leckt es gerade? Ach, hier steht es auch nicht. Achso, das sind dann nur immer diese Nebendinger. 71. Weltlande. Oh, da haben wir 87%. Ich glaube, letzte Prozent ist der Blutsplitter da noch. Von da kommen wir ja gerade, von der alten Festung. Dann haben wir das da soweit auf jeden Fall fertig. Bin ich mir ganz sicher. Ja, hier kann man nicht hinreisen. Wir können ja nochmal gucken, ob man da rein kann. Vielleicht gibt es da doch noch einen Weg. Nein! Immer diese Klöten, die dann da im Wasser schweben, wenn die sich umdrehen. Das sind Riesenklöten einfach. Sieht schon ein bisschen eklig aus. Ah. Sind wir schon da? Das ging relativ schnell, muss ich ja sagen. Wow. Sammel Blutschleine aus aller Welt. Zerbrich eine Kiste mit dem Grab. Ja genau, die Grabenstiefel, die haben wir noch nicht. Ich würde gerne wissen, wo die sind. Aua. Oh, wisst ihr was? Ich
Aufgepasst, Abenteurer. Willst du weitergehen, brauchst du die Grabenstiefel. Wenn du jetzt wüsstest, wo man sie findet. Das wüsste ich sehr gerne. Gut, dann müssen wir doch wieder zu der anderen Insel zurück. Gucken, ob wir da jetzt weiterkommen mit dem Eiszauber. Es kann sich hier nur noch um Jahre handeln. Vielleicht habe ich auch echt irgendwas übersehen. Irgendwo. Irgendwann in einer anderen Zeit. Schmelzobjekte 15 mal mit dem Feuerzauber. Wir haben noch keinen Feuerzauber, wir haben nur den Eiszauber. Okay, dann müssen wir uns hier doch nochmal auf die Socken machen. Wobei ich echt gedacht hatte, dass wir halt schon einmal den Weg gefunden haben. Dieser Nebel, der ist auch so mega nervig. Wir hatten ja auch einmal hier im Weg reingesprengt, aber da kommt man einfach nicht weiter. Und ich weiß nicht wie, obwohl... Okay, ich dachte, er macht da vielleicht einen Weg aus Eis. Aber dann nicht. So, jetzt nochmal von vorne. Also. Hier geht's hoch. Und konnten wir hier rein... Oder wartet mal. Konnte ich nicht da noch irgendwas machen mit dem Eiszauber? Eventuell. Diesmal wusste ich, dass da noch ein Schuss kommt. Ach ne, Feuerzauber brauchen wir hier. Da müssen wir verstärkt. Und keine Mana mehr. Ah, verdammt. Wo kriegen wir den verdammten Feuerzauber her? Die Höhle des Feuers ist hier in der Nähe. Erwärmen das Wasser der Tiefmucht das ganze Jahr. Okay, ja. Also das Feuerding muss hier sein. Wir kommen dahin. Gut, dann gehen wir nochmal jetzt in den Tunnel rein. Aber hier bin ich echt überfragt. Und wo ich dachte, wir haben dann endlich mal den Weg gefunden... Die Frage ist... Wie kam man jetzt wieder zurück? Oh, beinahe gestorben, nein. Gut, dass man wieder nichts sieht.
Da ist auch noch was, aber... Wie komme ich da hin? Ah, okay. Jetzt sag nicht so einfach. Ob der Weg reicht, weil ich habe es die ganze Zeit nicht gesehen. Oh nein. Oh nein, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Nein, du schaffst das. Komm schon, du bist ein Schwimmer, ein Kämpfer. Oh ja, Baby. So lobe ich mir das. Jetzt sehe ich wieder nichts. Ob wir das schaffen, ob das zu weit weg ist. Ja! Ja! Cool. Ah nein! Nein, hier waren wir ja schon. Oh Mann. Ah, verdammte Axt. Ärgerlich. Das ist ärgerlich. Und nervig. Höhle des Feuers. Und das ist die Höhle. Kann man direkt mal... Habe ich hier eigentlich schon eine Bombe reingelegt? Tatsache nicht. Okay. Zumindest sind wir hier schon mal ein Stück weiter wieder. Ein Herz, immerhin. Problem ist, wir haben jetzt keine Mana mehr. Nein! Verdammt. Oh Mann. Kann ich den mit dem Eiszauber einfach killen? Nicht genügend Mana, Mann. Boah, wie weit das Ding schießt. Oh, komm schon, gib mir doch ein bisschen Mana. Oh. Boah, diese Feuerviecher, die sind echt nervig. Vor allem, man kann denen auch nichts gegen den Schädel werfen. Oh, ich glaube, die Bomben haben funktioniert. Mana, 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 Mana. Ja, wunderbar. So lobe ich mir das. So, wie komme ich hier runter? Wo war das denn nochmal? Ah, genau. Hier müssen wir doch auch noch irgendwie rüberkommen. Nur wie? Ein ruhiger Arm kann das Feuer transportieren. Ein ruhiger Arm kann das Feuer transportieren. Ein ruhiger Arm kann das Feuer transportieren. Ich verstehe es nicht. Oh Mann, jetzt sag nicht, das ist so einfach. Oh Mann, Alter. Und wir sitzen... Oh Mann, ey. Ja, oh Mann, Alter. Oh Mann, ey. So einfach, ey. Und ich... Oh Mann, ey. Mir fehlen die Worte. Mir tut es leid, falls ihr die Folgen davor gesehen habt. Facepalm war nicht umsonst. Ich weiß, ich habe vor den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, so. Oh Mann, Alter. Oh Mann, ey. Ja. Zack. Den auch noch runterwerfen, bringt das auch was? Eventuell, oder? Ich werfe ihn einfach mal runter. Ja. Wir haben keinen Schlüssel, also müssen wir erstmal hier lang. Ja, wunderbar, da haben wir es doch geschafft. Oh Mann, ey. Seht ihr mal, manchmal lohnt es sich auch einfach mal wegzugehen, wegzulassen und einfach eine kurze Pause zu machen und sich nicht immer auf
eine Sache fokussieren. Denn dann, meistens kommst du nämlich echt von ganz alleine. Oh Mann, das war ja schon teilweise echt ärgerlich jetzt. Solche Sachen hatte ich auch oft bei Darksiders. Also, dann sehe ich echt nicht mehr, wohin ich will. Ich suche verkrampft den Weg. Und dann macht man das Spiel aus oder macht sich einen Kaffee, geht woanders hin, schaltet ab und dann geht man nochmal zurück, ganz entspannt. Und dann sieht man, oh Mann. Ja, so einfach kann es gehen. Klick. Wunderbar. Erstmal gespeichert. So. Ach Mann, Alter. Oh Mann. Scheiß drauf. Okay, nee, scheiß drauf. Wir sind ja fast tot. Verdammte Axt. Verdammt. Nochmal zurück. Aber auch erst wenn aufhören mit dem Feuer zu schießen. Hör auf mit dem Feuer zu schießen. Geht doch. Kann man das hier wegsprengen? Nee. Okay, schade. Hoffentlich finden wir dann hier jetzt ein paar Herzchen. Wunderbar. Dann war das gar nicht so schlimm. Was haben wir hier? Ach, guck mal an. Du hast den Feuerzauber gefunden. Er ist für viele Dinge nützlich. Sei aber vorsichtig. Wunderbar. Wir spielen gerne mit dem Feuer. Das war's also schon. Ey, und ich mach mir so einen Kopf, wo es lang gehen kann. Hep, hep, hep. Genau. Jetzt können wir nämlich hier wieder zurück. Lauf, 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 bevor er Feuer sprüht. Oh. Nice, nice, nice. Dann macht dieser Weg nämlich jetzt auch Sinn. Zack. Rein da. Und jetzt können wir endlich das Eis da wegschmelzen. Oh Mann, aber... Oh, da will ich jetzt einfach mal was ausprobieren. Okay, hat nichts gebraucht. Ich dachte, wir können das, die Muschel irgendwie wegsprengen. Oh boah, wie viel Mana verbraucht der Penner denn? Das ist ja über die Hälfte. Wir sind doch schon gelehrter Zauberer. Ups, falscher Weg. Hä? Oh Mann, Alter. Da. Oh Mann, ich wollte nicht mit dem reden, ich wollte rennen. Ah. Da kann man hier sogar gar nicht. Nein! Oh Mann, jetzt läuft alles wieder mies. Lauf, 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 lauf. Auflauf. Ja, Auflauf. Okay. Wow, 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 wow. Schmilz. Bam. Cool. Weg mit dir. Und jetzt geht das Rätsel weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber erstmal zum Grabstein angehen, gucken, was da so Tolles sagt. Kisten und ein stacheliger Übergang sind der Schlüssel, um am Tor vorbeizukommen. Okay.
Ich hoffe nur, dass wir nichts machen müssen mit Feuer, weil wir haben keine Mana mehr. Gut, also ich weiß ungefähr, was wir machen müssen. Ich sehe nur gerade nicht, wie wir an die Kisten hier rankommen. An die anderen drei. Kann ich hier rüberlaufen? Okay. Dann weiß ich, wie wir hier rankommen. Warum geht eine Treppe hoch? Hm. Wir gehen erstmal hier lang. Mana ist immer gut. Besonders bei dem Mana-Verbrauch, den wir haben. Aha, Eis, ganz viel Eis. Ich denke mal, wir müssen hier den Feuerzauber drauf machen. Nehme ich mal stark an. Oh Mann. Schmelze 15 Objekte. Boah, dafür haben wir aber nicht die Mana, ey. Kommen wir jetzt hier im Bosskampf? Wo kommen wir denn hier hin? Was wollten wir hier überhaupt noch? Rostpalast Haupthalle. Hier kriegen wir bestimmt die Stiefel. Und hier soll eine Truhe sein. Ja. Eine Truhe soll hier sein. Ich helfe dir, mein Freund. Alep. Ja, jetzt kannst du mit mir reden, ne? Prinzessin Finn, ich komm. Moment, was machst du hier? Ich hörte einen schrecklichen Laut aus Richtung des Palasts und eilte hierher, als plötzlich kalte Luft meine Kiemen füllte. Ich kann es noch immer in meinen Schuppen spüren. Wenn du hineingehst, um sie zu retten, werde ich meine Flossen in warmes Wasser tauchen. Ja, tschüss. Okay, was müssen wir hiermit machen? Da müssen wir noch... Haben wir die Mana dafür? Ich glaube fast nicht. Nee. Aber das frisst so viel Mana. Okay. Zack, Truhe ist da. Ist da der Schlüssel drin? Denke ich mal jetzt einfach. Jo. Obwohl, aha. Frage ist jetzt, wo gehen wir lang? Gehen wir hier? Weil da ist auch noch ein Tor. Also hier. Oh Mann, wieder Fragen über Fragen. Erstmal die Mana aufsammeln. Da ist auch noch ein Weg. Ah, Blutsplitter. Oh Mann, da falle ich nicht runter. Hoffentlich. Zack. Da können wir bestimmt später nochmal rein. Beziehungsweise könnten auch jetzt rein. Den Blutsplitter hole ich auch noch. Bevor ich das vergesse. Sieht zumindest so aus, als könnten wir da hingehen. Interessant.
Erhebt euch, sagte der Kanzler, als seine Majestät König Angler den Raum betrat. Okay. Dafür brauchen wir dann bestimmt die Stiefel. Okay. Die wir noch nicht besitzen. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge, meine Freunde. In der nächsten Folge entscheide ich, ob wir hier reingehen oder durch das andere Tor. Ich denke mal, da wir nur einen Schlüssel haben, kann beides richtig sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das ja, Like da lassen, würde mich freuen, würde mir helfen, würde mich unterstützen. Oder schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr immer im Moment das Let's Play findet. Ob es mittlerweile vielleicht wieder schlauchig wird oder ob es euch immer noch gefällt. Schreibt mir mal ein Diagramm da in die Kommentare. Nein, von Folge zu Folge könnt ihr das ja ausrechnen. So, ich bin weg, meine Freunde. Macht's gut. Also, bis dann. Tschüss.